Oberhalb von Schenna am Schennaberg befindet sich die Taseralm, die mit der Seilbahn, aber auch zu Fuß leicht erreichbar ist. Hier auf 1450 Meter Seehöhe betreibt die Familie Gamper ein Hotel mit dazugehörenden Chalets, einen Gasthof und einen Bauernhof. Sepp Gamper hat eine neue Idee geboren, und zwar die alte Tradition des Kornanbaus wiederzubeleben. Mein Ziel ist es, durch das Projekt oder mit dem Projekt Getreideanbau in Steillagen das zu erreichen, dass man mit einem so einem schönen Hof, wie wir den haben, eigenständig leben kann, damit man nicht auswärts noch in die Arbeit gehen muss oder einer Nebentätigkeit nachgehen muss, damit man wirklich selber vom Hof leben kann. So hat die Freie Universität Bozen gemeinsam mit Fraunhofer Italia 2018 das Projekt Brotweg gestartet, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt wird. Leiter des Projekts ist Fabrizio Mazzetto, Professor für Maschinenwesen und Automation an der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik der Freien Universität Bozen. Die zentrale Frage, die wir uns gestellt haben, war, wie können wir zur Viehwirtschaft alternative Anbaumethoden entwickeln, und zwar auf über 1300 Meter Seehöhe und in extremen Steillagen, wo traditionellerweise die Forstwirtschaft oder Weidewirtschaft dominiert. So war die Idee geboren, den Kornanbau wieder einzuführen in einem geschlossenen Kreislauf am Hof, vom Anbau bis zum fertigen Brot. Die erste Ernte wurde im Stadel verarbeitet, wo zuvor die neuartige Pilotanlage eingebaut wurde. Auf drei Stockwerke verteilt wird hier das Korn in mehreren Schritten vom Spreu und Unrat getrennt. Die Herausforderung war, die Anlage so weit zu entwickeln, dass sie miniaturisiert werden kann, um an den örtlichen Gegebenheiten angepasst zu werden. Die Anlage ist mit einem Standdrescher versehen, eine Anlage zur Säuberung des Getreides, zur Trocknung sowie der Lagerung des Getreides. Sie ist aber auch ausgelegt worden, um eine Lohntrocknung für mögliche Nachbarn, die ihr Getreide anliefern, vorzunehmen, beziehungsweise für Hausfrauen, die in ihren kleinen Garten Getreide anpflanzen, das Getreide hier anliefern und mit einem Sack Mehl nach Hause gehen können, um ihr Brot dann zu Hause zu backen. Um dies zu bewerkstelligen, bedarf es neuer mechanischer Lösungen. Während in früheren Zeiten Bauern mit der Hand das Korn im Feld ausbrachten, sind heute solche Raupenfahrzeuge im Einsatz. Dieser Prototyp wurde eigens für dieses Projekt entwickelt und auf der Taseralm erstmals getestet. Der Samen wird einige Zentimeter unter der Erde in dieser Furche auf schonende Art und Weise eingepflanzt. Dabei wird der Boden nicht umgepflügt, denn sonst würde der Hang bei extremen Niederschlägen abrutschen. Im Werk in Marling werden diese Spezialmodelle hergestellt. Der Unternehmer Bernhard Geier hat sich bereits 1992 auf den Bau von landwirtschaftlichen Raupenfahrzeugen für Steilhänge und schmale Kulturen spezialisiert. Es ist ein Behälter mit Samen, dann ist eine Pneumatikanlage drinnen, wo der Samen dann zum Arm transportiert wird, und auf dem Arm ist eine Scheibe, eine Schneidemaschine, wo es einschneidet, und dahinter wird der Samen dann abgeleckt und eine Rolle schließt dann diese Rille. Der nächste Schritt ist dann auf diesem Basisgerät dann Basismaschinen, Basisraupenfahrzeug, ein anderes Gerät aufzusatteln, und zwar eine Erntemaschine, der es auch diesen Weizen, diesen Roggenkorn dann abschneiden, aufnehmen und dann auch sammeln auf dem Gerät oben. Ja. Heuer im Sommer wurde die erste Ernte auf der Taseralm auf einem Versuchsfeld mit diesem schonenden Gerät eingefahren, das normalerweise in der Ebene verwendet wird. La sostenibilità
va considerata al primo posto. Die Nachhaltigkeit steht an oberster Stelle, sei es was die Erhaltung der Landschaft angeht, aber auch was die Vermarktung betrifft. Denn die europäische Regelung gibt uns die Möglichkeit, das Brot mit einer Qualitätszertifizierung zu versehen, da es eben mit 0 Kilometer nachhaltig produziert wird. Das Korn wird den Winter über mit einem Gebläse durchlüftet. Dadurch soll die Entstehung von Schimmelpilzen verhindert werden. Der ideale Feuchtigkeitsgrad liegt bei 14%. Wenn alle Qualitätsparameter erfüllt sind, kann das Korn in dieser Mühle gemahlen werden. Sepp Gamper kann es kaum erwarten, es im Holzofen vor dem Haus zu backen. Wenn die Möglichkeit besteht, Brot zu backen und wir es schaffen, konkrete Lösungen für die technischen Probleme zu finden, dann kann dieses Modell im gesamten Alpenbogen, aber auch in vielen Gegenden im Apennin funktionieren. Für mich ist es auch wichtig, dass diese Geräte, diese Maschinen auch für andere nutzen können und somit auch in Südtirol ein weiterer Kulturgrund wieder entsteht, ein Alter wieder entsteht und somit auch landschaftlich ein neues Bild vielleicht in Südtirol mal entstehen wird. So wird sich das Landschaftsbild in den kommenden Jahren auf der Taseralm verändern, wenn hier die Weideflächen vom Kornanbau abgelöst werden.